Erik Ode, mit der 97. Folge der Serie Der Kommissar läuft diese Serie im deutschen Fernsehen aus. Es ist Anfang 1976. Mit welchen Gefühlen sehen Sie diesem Ende entgegen? Naja, also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin befreit nach 8-jähriger kommissarischer Tätigkeit, dadurch, dass ich aufhöre. Denn für einen Schauspieler ist es ja nicht also ein Paradies, 8 Jahre immer ein und dieselbe Rolle zu spielen. Aber andererseits ist also das weinende Auge, es ist sehr schwer, Abschied zu nehmen von einer Crew, mit der man 8 Jahre unter ungewöhnlicher Harmonie zusammengearbeitet hat. Heißt das, dass Sie während dieser 8 Jahre praktisch kaum Theater gespielt haben, sich fast ausschließlich eben in dieser Rolle bewegt haben? Ja, ich habe ja also pro Jahr 13 Kommissare gedreht und können Sie sich vorstellen, was man dann noch machen kann. Nicht? 13 Folgen bedeutet 13 mal 13 Drehtage innerhalb also eines Monats immer eine Folge. Da können Sie nichts machen mehr. Nun sind Sie zurzeit auf Tournee mit einem irischen Theaterstück. Sie werden mir gleich nicht. Nein. Nein, nein, das ist kein irisches Theaterstück. Das ist ein französisches. Ein französischer Krimi, den ich vor 14 Jahren aufgeführt habe in Berlin. Und zwar als Regisseur. Ich habe das inszeniert als deutsche Erstaufführung. Welche Rolle verkörpern Sie in dem Stück? Sie werden es kaum für möglich halten, die Rolle des Kommissars. Ja. Ja. Ist das jetzt so, dass man durch das Theater eigentlich den Versuch starten sollte, von dieser Rolle wegzukommen? Oder möchten Sie sagen, ich spiele die Rolle ganz gerne, weil ich somit mich leibhaftig dem Publikum stellen kann, ihm vorstellen kann, eben in den kleinen Städten der Bundesrepublik oder auch großen Städten? Nein, es war der Wunsch also vieler, vieler Theater- und Kulturgemeinden, dass ich also als in einem Kriminalstück also spiele und zwar als Kommissar. Das ist also im Moment die Marke, wollen wir mal sagen. Aber um davon wegzukommen, mache ich im Frühjahr nächsten Jahres eine Tournee und spiele da dieses irische Stück. Und das heißt Der widerspenstige Heilige, und diese Rolle ist ein irischer Pfarrer, ein katholischer Pfarrer, der gegen seine Kirche revoltiert, also etwas wirklich ganz anderes. Wenn man jetzt bedenkt, dass Sie also in den Fernsehspielfilmen meist die ruhige, menschliche Person dargestellt haben, auch ein wenig den humorlosen, hieß es also, deutschen Kommissar in manchen Kritiken, kann ich dann davon ausgehen, dass Sie privat das Gegenstück dazu sind, eben Humor haben, nicht nur derjenige sind, der gut zuhört, der besinnlich ist? Darüber ist sehr viel eigentlich zu sagen. Ich habe 8 Jahre lang mit meinem Autor, Herrn Herbert Reinecker, der das große Verdienst hat, sein Niveau nicht verloren zu haben in der ganzen Zeit, aber immer gekämpft um Humor. Ich habe das bisschen Humor, was manchmal in einem Kommissar drin war, dieser Humor war also von mir hineingeschwindelt worden. Das kann man nicht immer machen, denn ich habe ja die Bücher nicht geschrieben. Aber ich will damit sagen, dass der deutsche humorlose Kommissar es immerhin erreicht hat, dass mindestens 35 bis 40 Länder außerhalb Deutschlands es angenommen haben und wir genauso wie wir in Deutschland absolut die Spitze des Erfolges waren in all diesen Ländern und noch sind. Ja. Also so schlimm kann es mit dem typisch deutschen humorlosen Beamten nicht gewesen sein. Verstehen Sie mich richtig? In den Kritiken steht manches drin, was nicht so ganz stimmt. Ich bin, wenn ich nach Österreich komme oder in die Schweiz komme oder nach Italien komme oder nach Skandinavien komme, die Leute sind so ungeheuer glücklich, mich zu sehen.
Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt von mir sage. Ich will damit nur sagen, dass der Erfolg dieses Kommissars ungeheuer groß ist, überall. Ja. Nicht? Auch da, wo wir Deutschen eigentlich als Beef-Genesen gelten. Nicht? Aber dieses Image läuft Ihnen nicht nach. Das heißt also, der Kommissar verfolgt Sie privat nicht in Ihren Träumen. In meinen Träumen auf keinen Fall, aber er verfolgt mich. Ja. In meinen Nicht-Träumen, im realen Leben schon sehr. Ist jetzt also für Sie ein neuer Start im Fernsehen, in irgendeinem Stück, vielleicht auch in einer Charakterrolle, ein sehr schwieriger Start? Und würden Sie sich an eine solche Rolle heranwagen, nachdem Sie doch irgendwie festgelegt worden sind durch den Kommissar eben? Ja, ich werde es gelegentlich versuchen. Natürlich ist es sehr schwer, weil ich könnte auch, also angenommen, ich könnte den Othello spielen, würde man immer den Kommissar in mir sehen, nicht? Also da muss man sehr vorsichtig sein. Aber das ist nicht so schlimm bei mir, denn ich bin mit Leib und Seele Regisseur und will eigentlich viel mehr Regie führen als spielen. Sprechen Sie schon ein weiteres Gebiet an. Sie haben sehr, sehr viele Fernsehspiele inszeniert, vor allen Dingen auch Schauspiele in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie eine Zahl so ad hoc nennen können. Ich habe mindestens 88 Inszenierungen hinter mir, Theaterinszenierungen in Berlin und 25 große Filme inszeniert und Fernsehinszenierungen, die habe ich also bis jetzt nicht gezählt. Gibt es jetzt ein Stück, was Sie besonders fasziniert, was Sie in Zukunft inszenieren möchten? Nein, das gibt es im Moment nicht. Es gibt nur eine Rolle, die mich besonders fasziniert und die ich spielen werde, und zwar im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr vielmehr. Das ist der Tod eines Handlungsreisenden. Gibt es denn noch, ich meine, das ist eine Stereotype-Frage, aber eine sogenannte Traumrolle, die bisher Sie nicht verkörpern konnten? Ja, die gibt es, und zwar wäre das von Osborne